Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Jareni, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es weiter mit unserer Reihe der Meistereinweihungen, die Einweihungen in die aufgestiegene Meisterenergie, die ja im Prinzip so als Potenziale zu verstehen sind, die du selber in dir trägst. Das heißt, eine Einweihung öffnet einen Kanal zu einer Energie, zu einer Quelle, die du selber in dir trägst und dadurch dann auch immer mehr Kontakt dazu hast. Und so kannst du dir diese aufgestiegenen Meister, geistigen Führer am besten vorstellen. Also ich würde da gar nicht zu sehr ins Exzentrische gehen, dass ich sage, das sind meine unsichtbaren Freunde und die sind immer bei mir. Das ist natürlich auch ein haltbares Bild, aber es verwirrt dann oft einmal die Leute. Deshalb würde ich dir vorschlagen, stellst dir vor, das ist eine Quelle, die du in dir aktivierst und anschließt. Und heute arbeiten wir mit der Energie von Meister Hilarion. Wenn ich mich da so reinblende, dann geht das eben so um Klarheit, um Struktur. Manchmal wird auch gesagt, so den Platz im Leben finden. Und da gibt es verschiedene Zuordnungen. Und schauen wir einfach mal, was sich da heute so tut. Ich habe früher sehr viel mit den aufgestiegenen Meistern gearbeitet und eben auch mit Hilarion, mit dieser Energie. Und ja, dann schauen wir mal, was sich da heute während dieser Einweihung so bewegt. Ich bin auch schon gespannt. Ich weiß ja auch nie, was da daherkommt. Also lassen wir uns alle gemeinsam überraschen. Gut. Vielleicht noch als vorweggeschickt als Tipp, weil ich gesagt habe, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was daherkommt. Grundsätzlich, qualitativ kannst du dich absichern, indem du sagst, du arbeitest jetzt bitte mit dem Höheren selbst. Das heißt, du arbeitest immer im Licht des Höchsten. Das ist wie ein Schutz. Da gibt es auch diesen Psalm 91, den kann man da lesen. Aber man stellt sich einfach vor, ich arbeite jetzt in der Frequenz der höchsten Schwingung, des höchsten Lichts. Und ich bitte nun um die Meisterenergie, um den Kontakt zur Meisterenergie, damit ich mich selber entwickle, damit ich selber Klarheit finde, damit ich selber in mir mehr Ordnung schaffe und eventuell sich feststeckende Energien lösen können. Und jetzt schließe einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und erlaube dir nun, dass du dich auf die Frequenz deines höchsten Lichts einschwingst. Und das höchste Licht ist nichts, was außerhalb von dir liegt, sondern es ist die Kraftquelle in deinem Inneren. Tief in dir liegt deine innerste Kraftquelle, liegt die unendliche Lebenskraft, Lebensenergie, liegt dein Zentrum. Und meine Worte richten sich nun an dieses Zentrum, an dein innerstes Licht. Deine Ohren mögen hören. Doch das Verständnis kommt von deinem Zentrum. Du hast dich verunsichern lassen in letzter Zeit. Du bist unsicher geworden. Und jetzt geht es darum, sich dieser Unsicherheit zu entledigen. Das Unsichere ist das Verführen ins Außen, in Strategien festlegen, in Pseudosicherheiten zu investieren.
Diese Unsicherheit gehört nun transformiert, damit du in dein Innerstes, in deine Kraftquelle gelangen kannst. Stell dir diese Unsicherheiten wie dunklere Wellen vor. Unter den Wellen ist klares Wasser, türkises Wasser. Aber die Wellen sind von einem bräunlichen Schaum bedeckt. Das Meer ist von einem Schaum bedeckt. Und dieser Schaum gehört nun abgesaugt und transformiert. Und ich bitte dich nun darum, mir die Erlaubnis zu geben, diesen Schaum zu transformieren. Und du öffnest dich jetzt dem Licht, das mit dir kommuniziert, und erlaubst diesem Licht nun, diesen Schaum, diese Unsicherheiten zu transformieren. Ich bitte nun das höchste Licht, meine Unsicherheiten zu transformieren, sodass ich wieder Kontakt zu diesem Licht aufnehmen kann. Und nun wird begonnen, diesen Schaum abzusaugen, zu transformieren. Du spürst die Vibrationen, die Wellen, die immer ruhiger werden und klarer. Wie ein Nebel, der sich lichtet, wird jetzt das schäumige Wasser abgesaugt und du kommst immer näher und näher an das klare, das durchsichtige, glasklare Wasser. Sämtliche Ablenkungen von außen verlassen jetzt dein Energiefeld und mit diesen Ablenkungen schwindet auch die Unsicherheit und du sinkst in dieses klare Wasser und tauchst tief in dein innerstes Licht, in dein höchstes Licht ein. So als würdest du dich, wenn du möchtest, ins Meer sinken lassen oder in der Badewanne untertauchen oder in einem angenehmen Whirlpool sitzen. Du tauchst jetzt absolut in dieses Licht ein. Und du spürst, dass hinter diesem Licht, jenseits von Zeit und Raum, ein Punkt der Ewigkeit liegt. Eine Kathedrale, ein Tempel der Ewigkeit. Und in diesem Tempel kannst du deine Meister treffen. Und der Hüter dieses Tempels ist Meister Hilarion. Und du trittst nun in deinem Bewusstheitslicht an die Pforten dieses Tempels. Und du trittst vor Meister Hilarion. Und er prüft dich und er spricht. Hier findest du keine Orientierung, die von außen kommt. Hier findest du Orientierung, die in dir vorhanden ist. Ist dir das bewusst, dass alles in dir vorhanden ist? Und du fühlst jetzt rein über dein höheres Selbst und antwortest, ja, es ist mir bewusst, dass alles in mir vorhanden ist. Und wenn du das Gefühl hast, dass dieses Ja nicht zu 100% aus dir herauskommt, dann bitte einfach um die Kräfte, die Energien,
die dir dabei helfen, dieses Ja zu aktivieren. Dieses Ja, ich bin mir bewusst, dass alle Orientierung in mir vorhanden ist. Und so wird jetzt nochmal Stress, Selbstzweifel, Anspannung abgesaugt und löst sich, sodass du spürst, ja, diese Klarheit ist in mir vorhanden. Diese Orientierung ist in mir vorhanden. Ich finde keine Orientierung im Außen. Ich nehme zu meiner inneren Klarheit Kontakt auf. Und Hilarion spricht weiter. Ist dir bewusst, dass du in diesem Tempel nicht den Platz deines Lebens findest, den Platz, den du im Leben einnehmen sollst, sondern dass du diesen Platz, diese Koordinaten bereits in dir trägst? Ja, es ist mir bewusst, dass ich den Platz in meinem Leben nicht in diesem Tempel finde, sondern dass die Koordinaten bereits in meinem Innersten vorhanden sind. Und Hilarion sagt weiter, ist dir bewusst, dass du in diesem Tempel keine Schätze finden wirst, weder materieller noch energetischer Art? Ist dir bewusst, dass du all diese Schätze bereits in dir trägst und dass du diese Schätze hierher bringst? Und du fühlst in dich hinein und du bittest jetzt, wenn du das Gefühl hast, dass du hängst, nochmal um Transformation und Klarheit. Und dann antwortest du, ja, es ist mir bewusst, dass ich in diesem Tempel, den du behütest, keine Schätze finden werde, weder materieller Art noch geistiger Art, noch energetischer Art. Ich bin mir bewusst, dass ich all diese Schätze mit mir trage. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und Hilarion spricht weiter. Ist dir bewusst, dass du in diesem Tempel keine Heilung finden wirst, sondern dass du die Heilung bereits in dir trägst? Und du fühlst wieder in dich ein und sprichst, ja, ich bin mir bewusst, dass ich die Heilung in mir trage. Und wenn du das Gefühl hast, dass dir das noch nicht so leicht über die Lippen geht, dass das noch nicht so ganz schwingt, dann bittest du jetzt darum, um Klarheit, um Transformation, dass du dir bewusst machst, dass du die Heilung bereits in dir trägst. Alles, was verhindert, dass ich die Heilung in mir trage, alles, was verhindert, dass mir bewusst wird, dass ich die Heilung in mir trage, soll nun transformiert werden, sodass ich klar und frei bin. Und du wirst erneut von Meister Hilarion gefragt, ist dir bewusst, dass du in diesem Tempel keine Heilung finden wirst, sondern dass du die Heilung bereits in dir trägst? Und du antwortest, ja, ich bin mir dessen bewusst. Und Hilarion stellt dir eine Frage, eine weitere Frage. Ist dir bewusst, dass du in diesem Tempel kein Glück finden wirst, sondern dass du das Glück bereits in dir trägst? Dass du in diesem Tempel nichts finden wirst, das du suchst, sondern dass du alles mit in diesen Tempel bringst, weil du bereits alles hast, was du benötigst. Ich mache mir bewusst,
dass ich bereits alles in mir trage, was ich benötige. Und wiederhole diesen Satz dreimal. Ich mache mir bewusst, dass ich bereits alles in mir trage, was ich benötige. Ich mache mir bewusst, dass ich alles in mir trage, was ich benötige. Ich mache mir bewusst, dass ich alles in mir trage, was ich benötige. Und in diesem Augenblick öffnet sich dein Kronenchakra und ein hellweißes Licht fließt in deinen Schädel ein, aktiviert deine Hypophyse, deine Epiphyse, aktiviert deine Hellsinne. Und in diesem Licht aktiviert Meister Hilarion all deine Chakren, vom Kronen-, Stirnchakra, Halschakra über das Herzchakra. Und er spricht, mach dir bewusst, dass weder dein Verstand noch dein Herz Orientierungspunkte sind. Deine Orientierung sei die Quelle, das reine göttliche Licht. Weder dein Herz noch dein Verstand seien Orientierungspunkte. Der wahre Orientierungspunkt ist dein inneres Licht. Dein Platz im höchsten Tempel steht nun für dich bereit und du erlaubst dir die Einweihungsenergie in diese Tempelfrequenz anzunehmen, sodass sich jeder deiner Haupt- und jeder deiner Nebenkanäle reinigt und du absolut in das Licht von Meister Hilarion eintauchst, genauso wie du ins Licht dieses Tempels eintauchst. Du spürst, dass du dich verwurzelst, dass du zu 100% ins Hier und Jetzt ankommst, mit all deinen Anteilen, aber vor allem mit deinem höchsten Bewusstsein. Dies ist die Energie von Meister Hilarion. Dies ist dein Licht, dies ist deine Würde und dies ist deine Gnade. Jeglicher Druck fällt von dir ab und du lässt dich in deine tiefste Weisheit sinken. Du erlaubst dir, dass dieser Tempel jetzt ganz in dir sich öffnet, immer freier wird und immer höher und höher lösen sich sämtliche Gedankenfetzen, Emotionsfragmente, die dich von deinem Licht ferngehalten haben. Du bittest nun Meister Hilarion um seine Führung und seine Inspiration. Und du erlaubst dir, beides anzunehmen, sowohl Meister Hilarions Führung als auch seine Inspiration. Aber atme noch einmal tief ein und wieder aus und erlaube dir nun, diese Klarheit zu erden.
Erlaube dir nun, mit all deiner Konsequenz deinen Platz im Leben einzunehmen, dich tief zu verwurzeln, unerschütterlich, klar und kraftvoll in deiner erwachsenen Energie, hier auf Erden deinen Platz einzunehmen. Und du atmest tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie sich die Frequenz vom Meister Hilarion immer weiter in dir ausdehnt, wo immer mehr Freiheit, Klarheit in dir erwachsen. Und du spürst, dass du den Zugang zu deinem innersten Tempel erhalten hast. Und du weißt, dass du diesen Zugang jederzeit wieder über dein höheres Selbst und über Meister Hilarion herstellen kannst. Und du bedankst dich jetzt mal bei Lord Hilarion, bei Meister Hilarion für seine Energie, für sein Dasein, für seine Führung. Und spüre, wie er dir versichert, ich bin ab sofort immer für dich da. Ich bin immer an deiner Seite. Und du weißt und spürst, dass du in diesem Tempel auch alle anderen Meisterenergien oder vielleicht schon Einweihungen gemacht hast, wieder treffen kannst. Christus, Lady Grace, Lady Portia, Hilarion, dein höheres Selbst, all deine geistigen Helfer und Führer sind hier bei dir versammelt und du kannst auf diesen unerschöpflichen Reichtum in dir blicken und bedank dich nochmal dafür. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Streck dich mal durch und verabschiede dich von Meister Hilarion und deinem inneren Tempel und mach dir bewusst, dass du jederzeit wieder an diesen Ort kommen kannst. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus, bewegst deinen Körper, streckst dich nochmal durch und kommst genau in deinem Tempo. Ins Hier und Jetzt, in dein Alltagsbewusstsein, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Spürst dieses innere Licht, diesen inneren Tempel in dir. Machst dir nochmal bewusst, dass du jederzeit wieder zu diesem Tempel zurückkehren kannst. Und du tauchst jetzt wieder auf aus diesem kristallklaren Wasser und erwachst in deinem Alltagsbewusstsein. Streck dich nochmal durch, öffne deine Augen und komm dann ganz ins Hier und Jetzt zurück. Das war ein Teil aus der Einweihungsreihe. Ich bin gespannt, wie er dir gefallen hat. Schreib es mir in die Kommentare. Lass mir bitte einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal, teile das Video. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wieder beim nächsten Mal sehen. Alles Liebe aus Linz, dein Oliver Jareni. Tschüss, bis nächstes Mal.